Und damit Hallöchen, herzlich willkommen zu ja, einer kleinen Diskussionsrunde hier im Livestream rund um Artikel 13. Die Bots marschieren im Chat. Sehr geil. Tausende waren heute auf den Demos in Berlin, in Köln, in München, in Stuttgart, in Frankfurt. Echt geil. Und das alles so spontan. Die wurden ja erst gestern angekündigt. Also ein bisschen mehr als 24 Stunden hatte man vielleicht Zeit, sich darauf vorzubereiten und mitzumachen. Sauber! Ich hatte auch überlegt, ob ich jetzt in Frankfurt vielleicht an den Start gehe und da mitmache. Zum einen war das aber echt extrem spontan für mich und damit auch echt schwer realisierbar. Und zum anderen glaube ich, kann ich hier mehr für die Sache erreichen. Heute. Ja? Wenn ich aufgrund dieser ganzen aktuellen Ereignisse rund um das Thema euch hier einfach nochmal ausführlich informiere, wir unsere Meinungen austauschen und hier dann Stellung beziehen und uns dann für die großen Demos, die am 23.03. losrollen, wappnen und quasi rüsten. Also ich denke, daher ist es besser, wir machen heute den Livestream, als wenn wir da jetzt in Frankfurt mitlaufen würden. Die Demo in Frankfurt läuft sogar noch. Das ist das absolut Krasse. Ja? Zum Zeitpunkt, wo wir hier streamen, läuft die Demo in Frankfurt noch. Das sollte eigentlich nur eine Kundgebung werden, eine statische, wenn man so will. Mittlerweile ist es zum Demonstrationszug geworden. Hammer. Hätte ich nicht erwartet. Super. Freut mich, dass so viele Leute sich für dieses Thema interessieren und nicht nur interessieren, sondern dass sie da auch ihre Meinung kundtun. Ich möchte hier heute im Livestream ganz klar den Fokus auf den Widerstand gegen das geplante Gesetz legen und nicht irgendwie ablenken und schon gar nicht irgendwie Profit draus mitnehmen. Deshalb sind gerade jetzt auch die Stream-Alerts alle aus. Ihr seht's, Sub-Alerts und dergleichen gibt es gerade nicht. Das holen wir dann eventuell nachher nach, wenn es dann ans Zocken geht oder dergleichen. Aber jetzt erstmal wollen wir den Fokus auf Artikel 13 lenken und alles, was es damit zu tun hat. So, ich will heute so ein paar Themen runterbringen. Ja, ich werde jetzt erst euch mal versuchen, meine Meinung so ein bisschen darzustellen. Und dann werden wir das Ganze auch noch im Chat hier mit euch zusammen ein bisschen diskutieren können. Wir werden noch eine Diskussionsrunde starten. Da also jetzt nicht wundern, wenn ich jetzt am Anfang vielleicht noch nicht so stark auf jeden Einzelnen im Chat eingehen kann. Wir werden das dann nachher ganz ausführlich machen. Ich möchte euch jetzt erstmal auf den aktuellen Stand bringen. Und für alle, die jetzt von Artikel 13 vielleicht noch nicht so viel mitbekommen haben, möchte ich ganz kurz, ja, weil viele können es auch noch nicht mehr hören, aber möchte ich noch mal ganz kurz erklären, um was es bei Artikel 13 geht. Dann geht es auf die aktuellen Geschehnisse, was ist wirklich passiert und warum sind alle so wütend und gerade Tausende auf der Straße. Das ist eben auch ganz wichtig, dass wir das beleuchten und dann gehen wir rüber in eine Diskussionsrunde mit euch hier zusammen. Dann können wir noch mal Meinungen austauschen, Fragen erläutern, meine Sichtweisen vielleicht noch mal vertiefen und vor allen Dingen auch eure hören. Also, da nicht wundern. Und von daher werde ich jetzt noch mal ganz kurz Artikel 13 vielleicht versuchen zusammenzufassen. Das Gesetz soll jetzt beschlossen werden im EU-Parlament. Das ist die letzte Hürde, die das noch nehmen muss. Und danach würde es zu den einzelnen Gesetzgebern der Länder Europas gehen. Das heißt, dann hätten die Länder Europas, so eben auch Deutschland, Zeit, 1 bis 2 Jahre, um eben diese Gesetze dann eben auch umzusetzen. Und ich würde jetzt einfach mal, da wir diese Plattform ganz gut kennen, an einem Beispiel von YouTube das Ganze versuchen zu beschreiben, was Artikel 13 bewirkt. Ihr solltet aber im Hintergrund behalten, dass Artikel 13 für alle kommerziellen Plattformen gelten wird, die Uploads zur Verfügung stellen. Und jetzt kommen die interessanten Bedingungen, die in Artikel 13 genannt sind. Plattformen, die mehr als 10 Millionen Umsatz machen und weniger als 5 Millionen Besucher im Monat haben und, das ist der Hammer, nicht älter als 3 Jahre sind. Die wären ausgenommen, ja? Also man darf nicht mehr als 10 Millionen Umsatz haben und nicht weniger als 5 Millionen Besucher und nicht älter als 3 Jahre sein. Dann wäre man raus. Aber eben dieses Und ist das Entscheidende. Das ist keine Oder-Verknüpfung. Alle drei Bedingungen müssen erfüllt sein. Das heißt also, eine Plattform, die 2.000 Euro im Monat verdient, oder 10.000, sagen wir mal, 10.000 Besucher im Monat hat, aber eben
vielleicht seit 5 Jahren bereits auf dem Markt ist, die wäre genauso betroffen wie YouTube, wie Facebook, wie Twitter, wie Discord, wie Twitch, wie alle anderen großen Plattformen und Namen. Und die grundlegende Neuerung von Artikel 13 ist eben, dass diese Plattformen künftig für ihre Inhalte insofern haften, als dass sie dafür Sorge tragen müssen, dass keiner, der dort was hochlädt, Urheberrechte Dritter verletzt. Also die Plattformen werden direkt haftbar gemacht für diese Verstöße, die eventuell ein User X begeht. Entsprechend werden diese Plattformen dafür Sorge tragen müssen, dass eben nichts hochgeladen wird, was eventuell vielleicht auf Verdacht erst einmal gegen dieses Gesetz verstoßen könnte. Es wird also so eine Art Generalverdachtsmoment dadurch erstellt. Auf alle Inhalte, die hochgeladen werden, die müssen zunächst einmal überprüft werden. Wir bleiben bei diesem Beispiel YouTube. Da lädt so ein komischer Typ namens Koya, also meiner einer, zum Beispiel ein Preview-Video zu einem kleinen Indie-Game hoch. So heute auch auf meinem Kanal geschehen. Für dieses Video habe ich exklusives Gameplay-Material bekommen, Mitschnitte, die mir der Entwickler zur Verfügung gestellt hat. Daraus schneide ich dann mein Video zusammen, spreche meinen Text drüber und lade es anschließend hoch. Laut Gesetzesentwurf müsste YouTube jetzt an diesem Moment, wenn ich es hochlade, sicherstellen, dass ich hier keine Urheberrechte verletze. YouTube kennt aber diesen kleinen, blöden Indie-Entwickler überhaupt gar nicht. Er hat auch überhaupt kein Interesse daran, mit allen kleinen Indie-Entwicklern dieser Welt irgendwelche Verträge oder Datenbanken zu füttern. Entsprechend wird YouTube also erst einmal sagen, kommst du nicht drauf. Ja? Ist ja sonst eine Gefahr für YouTube. Könnten abgemahnt werden, falls der kleine blöde Koya da gegen Gesetze verstößt. Also insofern sagt YouTube erstmal, das wird zurückgehalten, das wird geblockt oder gar gelöscht. Wie auch immer, wird zur manuellen Überprüfung gegeben. Wer trägt dann die Kosten? Das ist dann die nächste Frage. Insofern also, bis dieses Video dann ganz eventuell vielleicht doch noch auf YouTube erscheint, ist sicherlich kein Preview mehr nötig und dieses Spiel längst erschienen. Erst recht, wenn es der kleine YouTuber Koya und das kleine Gaming-Studio XY ist, welches kein Schwein kennt. Und da haben wir eben genau das große Problem. Es wird zunächst erst einmal geblockt, es wird quasi auf Verdacht zensiert, ohne dass eine Klärung eigentlich möglich ist. Theoretisch müsste jetzt also YouTube hergehen und mit allen Rechteinhabern dieser Welt eine Datenbank füttern. Und alle Rechteinhaber dieser Welt bist auch genau du oder ich oder wer auch immer irgendwo im Internet Inhalte hochgeladen hat. Sei es mal ein Foto aus deinem Urlaub, sei es mal eine Zeichnung, die du angefertigt hast zu irgendeinem Thema oder ein Meme, was du erstellt hast. Oder weiß der Geier, was du an Inhalten hochgeladen hast auf der Tube oder auf Facebook oder auf Twitter und dergleichen, was deinen Namen trägt, was dein Urheberrecht hat. Und jetzt ist es auch egal, ob du mir beispielsweise gestattest, dein Bildchen oder dein Filmchen oder was auch immer du gemacht hast, dass ich das hochladen darf. Das kannst du mir sonst was sagen, das weiß aber YouTube nicht. Und das ist genau dieses Problem von Artikel 13, der komplett praxisfremd ist. Und insbesondere würden dadurch diese ganzen kleinen Rechteinhaber, das kleine Indie-Studio, ja, die würden drunter leiden, weil die plötzlich ihre Inhalte gar nicht mehr gepublished bekommen, gar nicht mehr rausbekommen. Und im Gegensatz zu dem, was eigentlich Artikel 13 verspricht, nämlich dass er den Großen da einen Riegel vorschiebt und dass er gegen die großen Facebooks, YouTubes und Twitters dieser Welt schießt, damit diese Riesenkonzerne uns hier nicht beherrschen. Im Gegenteil, das ist der Fall. Das ist genau das Gegenteil ist der Fall. Wir haben mit YouTube und Facebook und anderen großen Internetriesen haben wir Unternehmen, die in der Lage wären, solche riesigen Upload-Filter zu konstruieren. Die werden immer noch ganz fehlerhaft sein und immer noch vieles rausfiltern, aber die könnten das stemmen. Aber erinnert euch an die kleine Plattform, die ich eingangs erwähnt habe, mit 2.000 Euro im Monat und 10.000 Usern, die dort monatlich draufklicken. Die könnte nie im Leben einen Upload-Filter machen. Die müsste sich den Upload-Filter dann bei Google und Co. kaufen, bei sich installieren und eben mitnutzen. Mit denselben Fehlern und Problemen und dem ganzen Scheiß, der da dranhängt. Aber Google würde Geld verdienen. Das heißt also, statt den Großen zu schaden oder denen mal einen Riegel vorzuschieben, macht Artikel 13 genau das Gegenteil. Es schafft neue Internetmonopole. Und das ist die ganz große Gefahr, die wir hier jetzt haben.
und weswegen sich so viel Widerstand in den letzten Monaten eben geregt hat. Das ist eben der ganz große Punkt. Und warum passiert das? Wahrscheinlich, weil die Menschen, die das entscheiden, in Europa wenig bis keine Ahnung haben von der Art und Weise, wie das Internet funktioniert und welchen Reichtum eigentlich an Kreativität das Internet fördert. Und stattdessen werden diese wahrscheinlich die Politiker von den großen Rechteinhabern, das sind die großen Verlagshäuser, das sind die GEMA, die Musikindustrie in Anführungszeichen, die dahinter steckt, wahrscheinlich werden diese von diesen großen Rechteinhabern geleitet, angestiftet, geführt. Nun ist es so, dass man als Politiker nicht allwissend sein kann. Man macht als Politiker Fehler. Das ist überhaupt keine Frage. Jeder Mensch macht Fehler und erst recht auch die Politiker, die sich über einem breiten Themenfeld auseinandersetzen müssen, können nicht allwissend sein und können nicht perfekt sein. Ich glaube, jeder von uns würde auch den Politikern nachsehen, wenn sie Fehler machen. Das ist, glaube ich, nicht das Problem, über das wir hier reden. Es gab riesigen Widerstand zu Artikel 13. 5 Millionen Unterschriften wurden im Internet gesammelt. 5 Millionen Unterschriften. Sie wurden übergeben an unsere Bundesjustizministerin und ignoriert. Und statt diesen Protest ernst zu nehmen, wischten gerade die Initiatoren hinter Artikel 13 diese Stimmen weg mit, das ist ohnehin nur von Bots gemacht, diese 5 Millionen Stimmen, und die sind alle von Google und Facebook und den großen Internetkonzernen gesteuert. Das wird beiseite gewischt und ignoriert. Und dann wurde auch noch uns YouTubern, die darüber informieren, also auch zum Beispiel ein Solmeck, ein Herr Newstime und andere, die aktiv Informationen, weil die großen Medienanstalten, ARD, ZDF und Co. kaum darüber berichten, ist es umso wichtiger, dass wir auf YouTube und dergleichen Nachrichten darüber bringen. Wir wurden als Fake News Verbreiter dann auch noch verunglimpft, und zwar allgemein. Es gibt vielleicht ein paar darunter, die ein bisschen falsch berichtet haben, möchte ich jetzt gar nicht abstreiten, aber es gibt sehr, sehr viele sehr seriöse, zum Beispiel Christian Solmecke, die hervorragende Informationsvideos zu diesem Thema machen, auch beide Seiten beleuchten und Gegenvorschläge auch bringen und konstruktiv an die Sache rangehen. Fake News, wurde gesagt. Und das ist wirklich richtig heftig. Wir wären von Google gesteuert und dergleichen. Unglaubliche Behauptungen, die da eben entsprechend unterwegs sind. Ich habe dazu auch einige Links zusammengetragen, Informationsvideos zusammengetragen. Alles, was zum Artikel 13 interessant ist, findet ihr auch auf unserem Discord. discord.gg/koya und dort im Kanal eben zu Artikel 13 Infos. Da sind alle möglichen Links und dergleichen gespeichert. Könnt ihr nachlesen, könnt ihr nachhören, nachschauen. Und euch informieren. Ja, das soweit als quasi kleinen Rundumschlag, wie es zu diesem Widerstand von Artikel 13 und dergleichen kam. Das Hauptproblem ist, weswegen ich so auf der Palme bin und weswegen ich koche innerlich. Ich bin wütend, ich bin echt hammerwütend und enttäuscht. Dieses Abtun der Meinung von 5 Millionen Menschen. Das ist der reinste Hammer. Und damit hört es nicht auf. Und das ist jetzt eben das, was das Fass zum Überlaufen gebracht hat und heute zu diesen spontanen Demos geführt hat. Mittlerweile findet in einigen Medien und Online-Zeitungen regelrechte Stimmungsmache gegen Gegner von Artikel 13 statt. So wurde zum Beispiel Herr Newstime auch auf diversen Twitter-Profilen der Politiker gesperrt und kann dort nichts mehr posten oder dergleichen. Und ihm wurde auch seitens der CDU, die ist ja die treibende Kraft im Europaparlament hinter Artikel 13, das so als Information, wurde ihm untersagt, den Hashtag nie mehr CDU zu benutzen. Das ist eine traurige Geschichte, die im Hintergrund passiert. Zudem wurde Christian Solmecke heute oder gestern, war es gestern? Ich glaube, war gestern, in einem Artikel vom CDU-Abgeordneten Hirte, ja, wurde er übel angegangen und mit eindeutigen, sofort widerlegbaren Aussagen in den Dreck gezogen. Also eindeutige Falschaussagen, die dort getätigt wurden gegen Solmecke. Der hat auch da jetzt, Abmahnungen verteilt gegen die FAZ, die diesen Artikel gepostet hat auf ihrem Online-Portal, und eben gegen Hirte selbst. Und da läuft dann jetzt sogar auch entsprechend rechtliche Maßnahmen, weil tatsächlich eben mit
ja, mit falschen Mitteln dort gekämpft wurde. Und da werden Leute in den Dreck gezogen, die eben Gegner von Artikel 13 sind. Und dann kam gestern der vorläufige Höhepunkt, der dann zu diesen Demos, zu den spontanen Demos geführt hat. Und die CDU bzw. CSU im Europaparlament unter der Federführung von Manfred Weber, seines Zeichens ist der Spitzenkandidat der EVP für die nächste Europawahl, könnte man bei der Wahlentscheidung berücksichtigen, wer möchte. Der möchte oder wollte die Abstimmung über Artikel 13 im EU-Parlament vorziehen. Und zwar auf jetzt, ne, kommende Woche, zack, zack. Und das hieße, bevor am 23.03. die Demo-Wellen loslaufen. Also Fakten schaffen, bevor wir uns quasi wehren können. Bevor der öffentliche Aufschrei kommt und die Öffentlich-Rechtlichen und die Medien insgesamt gar nicht mehr umherkommen, über dieses Thema zu berichten, weil der öffentliche Aufschrei groß werden wird. Das haben sie jetzt realisiert. Da geht die Angst um. Das ist meine Meinung an dieser Stelle. Ja, da geht meiner Meinung nach die Angst um. Da sollen Fakten geschaffen werden, bevor wir das Maul aufmachen können, auf gut Deutsch. Und das ist wieder meine persönliche Meinung. Das ist die Demokratie mit Füßen zu treten. Das heißt, die Demokratie mit Füßen zu treten. Das ist eine Frechheit, die ist beispiellos fast schon. Das ist unglaublich. Und deshalb bin ich der Meinung, dass wir jetzt wirklich extrem laut werden müssen. Aber friedlich, ich möchte es wieder betonen. Laut, aber friedlich. Man soll uns hören. Das ist das Wichtige, was wir jetzt vermitteln müssen. Statt eben in einen Dialog mit den Gegnern zu gehen und eine gemeinsame Lösung irgendwie versuchen zu finden, ja, soll hier eiskalt gegen die große Bevölkerungsgruppe entschieden werden und damit auch über unser Internet der Zukunft. Und das ist eben jetzt dieses Problem, vor dem ich hier stehe. Diese Ignoranz, ja, diese Ignoranz und dieser Umgang mit der Demokratie, das bringt mich einfach so dermaßen auf die Palme, dass hier ein Punkt erreicht ist, wo ich jetzt auch mit euch hier öffentlich und dergleichen, ich habe lange mit mir gerungen, mache ich Videos, Livestreams dieser Art, gehe ich da jetzt mal aus mir raus, gehe in diese politische, in die politische Richtung und wir diskutieren das mal oder halte ich mich da irgendwie raus und bedeckt. Aber das ist einfach so der Punkt, wo ich nicht mehr an mich halten kann, wo ich drüber reden muss, wo ich euch darüber informieren muss und will. Es geht mittlerweile um viel mehr als Artikel 13. Es geht um so viel mehr als Artikel 13. Die Generation Internet, zu der wir hier gehören, ob wir jetzt 37 sind wie ich oder gerade, keine Ahnung, 12, 13, 14, 15 und mit dem Internet noch groß werden wollen und dergleichen. Es ist egal. Die Generation Internet wird nicht gehört. Die Zukunft soll uns da verbaut werden zugunsten irgendwelcher großen Verlags- und Rechteinhabern, die dort scheinbar das politische Geschehen bestimmen. Daher habe ich eigentlich einen ganz wichtigen Aufruf an euch. Macht mit. Macht mit, werdet laut. Friedlich, aber laut, Ausrufezeichen. Und geht am 23.03. mit uns allen zusammen auf die Straßen. Es gibt überall Demos, auch dazu habe ich im Discord, discord.gg/koja, im entsprechenden Infokanal alle Links und werde es auch vor den Demos nochmal posten. Wir werden versuchen, Mitfahrgelegenheiten zu organisieren, ihr könnt euch dort verabreden. Aber es wird am Ende kein großes User-Treffen werden, sondern es wird eine Demo sein. Ja, das möchte ich auch betonen, es soll um die Sache gehen. Und nicht um irgendwelche YouTuber. Ich meine, ich habe jetzt unendlich die große Anhängerschaft, aber auch wenn dort große YouTuber auftreten, lasst sie in Ruhe, demonstriert zusammen mit ihnen. Es geht nicht um irgendwelche Fotos und Selfies, sondern es geht darum, uns unser Internet der Zukunft zu sichern. Und deshalb geht mit, macht mit, werdet laut und teilt vor allen Dingen mit euren Freunden, mit Schülern, mit Mitschülern, mit Mitarbeitern, mit der Familie. Teilt diese Informationen, teilt Informationsvideos zu diesem Thema, teilt die Termine zu den Demonstrationszügen. Sie werden in verschiedensten Städten Europas stattfinden, auch in Österreich, weil wir da jetzt gerade Zuschauer aus Österreich haben. Und so wird jeder hoffentlich die Gelegenheit haben, irgendwo in irgendeiner Stadt an einer Demo teilzunehmen. Ich selbst weiß noch nicht, ob ich in Frankfurt teilnehmen werde
oder ob ich in Berlin teilnehmen werde, vielleicht auch Köln. Das ist noch offen. Ich werde mich dazu noch äußern und werde das natürlich auch im Discord und wahrscheinlich auch im Livestream bekannt geben. Aber hier ist jetzt echt ein Punkt erreicht, wo es eben wirklich nicht mehr nur um Artikel 13 geht, sondern wo es eben auch darum geht, dass wir es nicht akzeptieren können, dass unsere Meinung weggewischt wird, dass wir als Bots bezeichnet werden, dass wir als Fake News Verbreiter bezeichnet werden, dass wir eine Stimmungsmache gegen die Einzigen, die neutral noch über das Thema berichten, da ertragen müssen. Und vor allen Dingen, dass wir solche Rick 17 und linken Touren ertragen müssen, wie das jetzt hier von Manfred Weber versucht wurde, dass die Abstimmung da eben vorgezogen wird. Da müssen wir aktiv werden, das dürfen wir nicht tolerieren. Wir müssen auf die Straßen, wir müssen zeigen, dass wir eine Stimme haben. Nicht nur auf der Straße, sondern auch dann bei der anstehenden Europawahl, wo wir sicherlich dann unsere Kreuze für die Parteien setzen werden, die sich auch für unsere Zukunft einsetzen und nicht nur für die irgendwelcher Großkonzerne. Das ist meine Botschaft für euch heute. Und das war jetzt ein bisschen Monolog. Es tut mir leid dafür, für den Stream-Chat. Aber jetzt werden wir dann mal ein wenig rüberschwenken und eure Meinung anschauen und Fragen beantworten und dergleichen. Aber mir war es wichtig, dass ich das jetzt erstmal so vortragen konnte und meiner Wut ein wenig Platz schaffen konnte. Jetzt geht es mir schon viel besser. So.